Wenn du vorhast, Klimmzüge zu lernen oder Klimmzüge zu trainieren und du bist noch nicht so weit, das heißt, du bist relativ am Anfang, schaffst möglicherweise noch nicht mal einen eigenen Klimmzug und weißt aber trotzdem ungefähr, wie du dich darauf vorbereiten willst, dann habe ich hier einen kleinen Tipp für dich. Und zwar einen Tipp, wie du die meiste Kraft erzeugen kannst. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jörn Giersberg, ich bin Kraftsportexperte und möchte dir in diesem Video zeigen, welcher der effizienteste Griff ist, um bei Klimmzügen voranzukommen, wenn du noch ganz am Anfang bist. Ich selbst habe früher in der ehemaligen DDR Wettkämpfe auch bestritten mit Klimmzügen und unter anderem mit Klimmzügen und habe eine sehr gute Methodik entwickelt, wie ich meinen Klienten Klimmzüge beibringe und sie dazu bringe, wesentlich mehr als vorher zu schaffen. Ein ganz wichtiges Element hierbei ist, und das fällt mir immer wieder auf, dass Einsteiger sich prinzipiell erstmal im Obergriff an diese Stange hängen und meistens sogar noch in einem relativ engen Obergriff. Und das ist die schwerste Variante. Wenn du also mit Klimmzügen starten willst, dann gucke, dass du dich bitte im Untergriff, also Untergriff ist, wenn du die Handinnenflächen in Richtung deines Gesichtes bringst. Ja, das ist Untergriff, das ist Obergriff. Das wäre ein breiter Obergriff und ein enger Obergriff und ein mittelbreiter Untergriff ist circa so, dass du ein bisschen enger als schulterbreit greifst. Und dieser mittelbreite Untergriff ist die optimale Variante. Ich zeig dir das mal hier. Zack. Dieser Untergriff ist also die beste Variante, um die meiste Kraft herauszuholen. Denn in diesem Untergriff kommt nicht nur der Rücken hier hinten ins Spiel, sondern vor allem auch die Bizepse sind bei diesem Untergriff stärker beteiligt. Dadurch kannst du mehr Kraft entwickeln und dadurch hast du auch wesentlich bessere Fortschritte bei den Klimmzügen.